Wow, das Bild gibt ja richtig Gas hier. Oh, wie schön. Ja, das werde ich nicht auslassen. Das ist nachher dran. Ja, erstmal herzlich willkommen da draußen. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein lang ersehnter Gartenrundgang. Im März kriege ich noch einen hin. Ich habe schon ein paar Mal versucht, war nicht so gut drauf und ja, dann lief das halt nicht so. Und heute habe ich den Schwung mit. Das Wetter spielt nicht ganz so mit. Egal, grau in grau. Bei uns ist es gerade ziemlich kalt, grau und auch mal regnerisch. Gestern wurde ich auf jeden Fall ordentlich nass. Ja, aber das soll mich heute nicht abschrecken, trotzdem Gartenrundgang zu machen. Und es gibt jede Menge zu zeigen, jede Menge Gartentipps. Diese Folge hat es auf jeden Fall in sich. Und ja, es gibt jede Menge zu entdecken. Ich war 2, 3 Tage nicht da und dann tauchen sowieso schon wieder die nächsten Sachen auf. Und ich habe gerade auch schon an der einen oder anderen Stelle was entdeckt und das werde ich euch alles zeigen. Und wir gehen nach und nach durch den Garten. Außerdem war der Flo wieder da und gemeinsam mit mir fleißig. Wir haben in der Ecke weitergemacht. Am linken Bildschirmrand könnt ihr da schon ein bisschen was erkennen. Für die Leute, die mich kennen, die wissen ja schon, was für Elemente ich gern in meinem Garten verbaue. Ja, aber dazu kommen wir dann gleich. Also es gibt wirklich überall was zu bestaunen, auch im hinteren Teil des Gartens. Da wächst auch was fröhlich vor sich hin, was auch bald beerntet werden darf. Also das zaubert mir heute ein richtiges Lächeln ins Gesicht. Und ich will gar nicht lange rumpalabern. Ich möchte ab in die Beete, ab durch den Garten, euch die verschiedenen Stellen zeigen. Und ihr könnt gespannt sein, die Folge wird es bis zum Ende durch in sich haben. Also, und dann fange ich ja meistens hier vorne im Garten an. Ich glaube, das bietet sich heute auch ganz wunderbar an. Denn hier habe ich ja meine Wasserstelle. Und quasi da drumherum habe ich hier einige Beete angelegt. War so ein bisschen mitdenkend, was das Wasser angeht. Hat aber auch noch ein paar andere Gründe. Komme ich sicherlich irgendwann eines Tages nochmal zu. Aber ist im Moment gerade nicht so wichtig. Okay. Ja, wo legen wir denn los? Auf jeden Fall kann man heute schon mal feststellen, dass wir richtig schön Vogelgesang dabei haben. Ich sehe auch hier niemanden im Garten. Der Flo wollte vielleicht nachher noch wieder dazustoßen und mit mir ein bisschen was machen. Oh, ich sehe auch schon wieder. Ja, wo fange ich denn an? Fange ich vorne an? Ich glaube, das war so ein kleines Zeichen. Hier vorne habe ich nämlich das Kiholbeet. Und das hat es nämlich noch richtig in sich, denn hier wachsen tatsächlich noch verschiedene Sachen. Heute gucken ja mir noch ein paar Pflanzen entgegen, die ich ja vorher noch nicht entdeckt habe. Ach, da hinten seid ihr, ich bin gerade in der falschen Richtung unterwegs. Hier habe ich ja noch Blumen. Hier sind auch noch verschiedene Sachen zwischen, aber jetzt nicht so dramatisch viel. Da schaue ich gleich erst genauer hin. Ja, aber ich möchte hier vorne bei euch anfangen, denn ich hatte hier vorne vor, in dem Bereich sich etwas selbst aussamen zu lassen. Aber bevor ich zu der Geschichte komme, möchte ich etwas über dieses Beet sagen. Also das Beet. Ihr könnt das sehen, ich habe das so ein bisschen auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet. In der Mitte gibt es Stöcker. Die habe ich hier so angeordnet. Das soll der Kompost sein. Also sprich, hier in der Mitte kommen die Gartenabfälle rein. Ich vermeide da so generell die stinkenden Sachen, damit ich meinen Nachbarn nicht störe. Und weil der Kompost, der die Nachbarn eher nervt, im hinteren Teil untergebracht werden soll. Deswegen, bei mir ist das so getrennt, aber ich habe sowieso mit Gestank noch gar keine Probleme gehabt. So, also hier in der Mitte gibt es einen Kompost. Und ja, für alle, die das nicht kennen, Kiholbeet ist so angeordnet, Mitte Kompost und einmal außen drumrum kann man anbauen und die Pflanzen, die holen sich quasi aus der Mitte die Nährstoffe. Ihr könnt mal so diesen Abstand sehen, ich finde das super, gerade wo ich die Kamera hingestellt habe. Kompost bis hier an 1,5 Meter, auf jeden Fall. Und hier hatte ich vorletztes Jahr Tomatenpflanzen. Und dann war das wirklich bis zum Kompost durch, ging dann, ja, ging unten die Wurzeln. Echt der Hammer. Ich war ein bisschen am Beikraut jäten, ein bisschen freimachen und ging das bis zum Kompost durch. Also hier war auf jeden Fall eine super Tomatenstelle. So, und wir wollen mal gemeinsam jetzt nochmal zum Feldsalat gucken. Dafür geht es ja hier einmal lang. Und zwar gibt es hier in dem Bereich, und dafür nehme ich euch gleich mal nah ran, jetzt nochmal so zur Orientierung. Ja, hier sollte ja sich Feldsalat wild aussehen. Das hat auch ganz wunderbar geklappt, aber die Geschichte hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Denn, wie ihr sehen könnt, also wirklich an verschiedenen Stellen, das freut mich auch derbe, selbst hier vorne. Und ja, hier ist aber mittlerweile so viel Brennnessel, dass es hier auf jeden Fall nochmal heißt, irgendwann freimachen. Ich habe das auch mit dem Flo schon beschnackt, dass das auf uns zukommen könnte. Ja, das sind so die Sachen, die hier zu sehen sind. Ja, letztendlich frage ich mich noch, was im Beet ist. Da haben wir auf jeden Fall, wie schon oft gezeigt, noch den Porree.
Hier haben wir auch einen stehen. Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwo Petersil zwischen ist. Ich guck mal. Nö. Hier auch nicht. Auch nicht viel zu sehen. Da habe ich auf jeden Fall ordentlich Knoblauch. Ein paar Erdbeerpflanzen. Hier habe ich die Kronlichtnelke. Und da habe ich noch einen Knoblauch. Hier nochmal an der Ecke die Kronlichtnelke. Die wird einen anderen Platz bekommen. Ja, die soll hier auf jeden Fall weg. Oh, da ist noch ein Knoblauch. So, und das ist letztendlich das Kiholbeet. Und um es jetzt gleich ein bisschen spannender zu machen, hier ist nichts passiert. Aber da drüben. Ja, da war ich mit dem Flo ein bisschen bei. Und zwar haben wieder Steine zu mir gefunden. Durch die Abgabe der Parzelle hinter mir. Sind Steine abgefallen, die haben zu mir gefunden, glücklicherweise. Falls ihr da draußen da seht, hat mir das jemand in den Garten gebracht. Da wartet quasi nochmal so eine Menge. Und die Steine habe ich gleich mal dafür genutzt, um mit dem Flo zusammen hier eine Steinpyramide zu bauen. Und derzeit habe ich hier noch eine Insektentränke, die gerade aber ausgetrocknet ist. Krass, so schnell weggetrocknet. Das wundert mich aber. Na gut, auch 2-3 Tage nicht wirklich da gewesen. Warum eine Steinpyramide? Ja, wie ihr sehen könnt, gibt es hier an den Steinen überall Löcher. Also wirklich richtig, richtig Platz. Na, da könnt ihr es ganz wunderbar sehen. Sprich, überall Platz für die Tiere, damit sie Unterschlupf finden, Schutz finden, da irgendwo wohnen können. Also echt eine tolle Sache. Ja, und obendrauf im Moment noch eine Insektentränke, wenn es dann nachher irgendwie ein heißer Sommer wird, dann macht das hier natürlich keinen Sinn, dann wird das Wasser noch schneller wegverdunsten. Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein anderes Schalengefäß sehe in meinem Garten, was ich dafür verwenden kann. Aber was ihr ganz wunderbar erkennen könnt, was ich da so für Steine verwendet habe. Also es geht noch besser, ein bisschen flacher, aber mit dem Wasser drin sah das alles gut aus. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, packt euch in den Garten mehrere Insektentränken. Die werden es euch danken, wenn die irgendwo was an Wasser schlürfen dürfen. Und hier vorne, ihr könnt es sehen, Flo und ich haben das soweit optisch erstmal fertig gekriegt, die Größe, die wir vorher hatten, aber auch schon ein bisschen mehr. Ach, dieser Vogelgesang, das ist so schön. Ach, herrlich. Oder was meint ihr? Ihr genießt das doch sicherlich auch, wenn ihr dann so eine richtig schöne Auszeit habt im Garten. Irgendwo auf dem Stuhl oder irgendwo in der Natur und dann nochmal den Vögeln horchen dürft, zuhören dürft. Schön, die sind mit dabei. So, zurück zum Thema. Hier vorne habe ich ja einen Pflaumenbaum wahrscheinlich. Mal gucken, ob da irgendwie was kommt. Ich habe schon gelernt, da macht es mehr Sinn, einen Spätsommerschnitt zu machen. Aber das war, nachdem ich ihn geschnitten habe, diese Erkenntnis. Ja, und hier in dem Bereich hatte ich ja Veränderungen vor. Einmal um für die Blumen mehr Fläche zu gewinnen, mir quasi weniger Arbeit zu bereiten. Jetzt bin ich tatsächlich bei dem Wort Arbeit mal, obwohl das bei mir sonst nicht so oft fällt in Bezug auf Garten. Die Quäke macht tatsächlich Arbeit, das muss man sagen. Das ist anstrengend, da sagt mein Körper auch öfter mal, nee, mach mal eine Pause, hol dir Hilfe, wie auch immer. Da habe ich glücklicherweise den Flo da. Ja, und wir arbeiten uns hier auch durch, um hier dann halt für die Blumen mehr Platz zu schaffen. Gehen noch ein bisschen in die Richtung, also hier wird das auch nochmal schier gemacht. Ich habe die Nachtkerzen zur Seite gebracht und hier könnt ihr dann ganz wunderbar die Grenze erkennen. Da einmal rum und bis da, und der Bereich wird für den Gemüseanbau sein. Ja, so ist das gedacht. Hier ist ja überall noch Schafswolle drin, also für den Boden an Nährstoffen, da ist richtig was rumgekommen, definitiv. Was das Beikrautjäten angeht, da muss ich halt noch mal gucken. Hier könnt ihr ganz wunderbar sehen, das ist halt eine dicke Geschichte. Ne? Und wenn man dann so Beikraut zwischen hat, das da irgendwie rauszuziehen, wenn das hier zwischendrin wächst, ist eine andere Geschichte als bei Erde. Also da muss ich noch gucken, wie ich das so finde. Ist bei der Quecke dann aber halt sowieso immer dabei, dass man da so seine Erfahrungen sammelt. Ja, sieht aber so aus, als ob ich Schafswolle nicht nochmal benutzen werde. Ich habe gerade weitere Pflanzen entdeckt. Aber wenn ich dann hier schon hinten schon mal in der Ecke bin, will ich euch nochmal zeigen, wovon ich geredet habe. Also hier wartet nochmal ein richtig schöner Steinhaufen. Da lässt sich vielleicht irgendwo nochmal so eine Pyramide hinzimmern. Vielleicht hilft mir das auch bei einem Beet. Und hier
weiß gar nicht mehr, was das hier für eine Pflanze war, ob da noch mal was kommen kann. Sieht ziemlich tot aus. Hier hat ein bisschen Material zu mir gefunden, aber das sind so Sachen, das kommt dann irgendwann hin. Ihr könnt das sehen, hier drüben hat jemand Neues übernommen. Ja, da bin ich mal gespannt. Eine, ich glaube, rumänische Familie ist da hingekommen. Und ja, die werde ich dann wohl, denke ich, dieses Jahr kennenlernen. Gesehen habe ich sie schon, auch kurz mal geschnackt, aber so richtig, richtig ins Gespräch gekommen ist man noch nicht, um sich jetzt irgendwie kennenzulernen. So, ich tingle hier vorne jetzt rum. Hier ist nämlich mein Eingang vom Schrebergarten. Und wenn man hier mal sich umschaut, sieht das doch schon echt schön aus. Hui, da kommt ein Vogel, guck mal. Habt ihr den gesehen? Auch den müsstet ihr mich gesehen haben. Ich glaube, das war eine Heckenbraunelle. Davon habe ich nämlich schon einige gesehen. Ach, ist das schön. Guckt euch den Garten an. So. Ja. Ich möchte mal hier vorne am Gartenzaun weiter rumtingeln. Jetzt bin ich, glaube ich, über die Pflanzen gelatscht, wie ich eigentlich gesehen habe. Wie unachtsam. Da muss ich ja gleich nochmal gucken. Ja, tatsächlich. Ich bin es gar nicht gewohnt, denn die kommen dann ja immer im Frühjahr. Und hier haben wir einmal die Lupine, hier haben wir diese, ach man, ich vergesse immer den Namen, mit den gelben Blüten. Da haben wir nochmal was, die Hecke, das Ding, da habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das werde ich mir auch nicht merken können. Langsam werden das zu viele Namen für den Garten. Und hier haben wir nochmal die Lupine. Oh, hier hat man aber im Gras auch nochmal von den anderen gut. Spannend, oder? Also ich finde das auf jeden Fall spannend. Das sind jetzt nicht unbedingt die hochspektakulärsten Pflanzen, weil die meisten von euch da draußen die kennen. Aber wo die dann einfach so von ganz alleine auftauchen, das finde ich schon echt spannend. Ich habe gerade das Gefühl, es sind mehr als die letzten Jahre, oder? So, hier ist ja auch noch eine ganz schöne Ecke. Da haben wir auch das Mulchproblem in Anführungsstrichen, das werde ich halt noch sehen. Und hier vorne können wir ganz toll erkennen, überall noch Nachtkerze drin. Da haben wir auch noch eine Lupine. Also das sind die Nachtkerzen. Ich denke, ganz deutlich zu erkennen. Und das sieht wie eine Lupine aus, aber wenn ich mal so genau hingucke, irgendwie hat das auch was vom Frauenmandel. Da muss ich nochmal vergleichen. Ja, doch. Hier sieht das mit den Tropfen auch so aus. Oder da. Ja, und hier vorne hatte ich ja so ein bisschen Sturmschaden. Ihr könnt das ja sehen, alles ein bisschen umgeweht. Und hier vorne auch das Bienenhotel. Und dabei ist das noch so gut besetzt, dass man da mal hingehen muss. Da guckt euch das an. Das ist auf jeden Fall noch... ist noch bewohnt, wo jetzt nicht mehr ganz so vom Regen geschützt, sehe ich gerade, aber das geht sich wahrscheinlich noch aus. Ich merke gerade, ich habe viel zu selten Nahaufnahmen gemacht. Das sieht doch so schön aus. So, jetzt kommen hier gleich wieder Fußgänger vorbei und ich werde mal weiter tingeln und euch weiter zeigen, was passiert ist und was ich mache und warum und so weiter und so fort. Hier vorne gibt es jetzt erstmal was zu zeigen. Ich denke, ihr könnt das ganz gut wiedererkennen. Ich habe es ja gerade quasi gehabt. Da jagen sich gerade zwei Amseln, aber so richtig. Was für eine Flugakrobatik. Ja, wir hatten gerade das Kiholbeet. Ne? Und wie ihr erkennen könnt, ich habe da das Prinzip übernommen von da drüben. Hier soll ja Kartoffelanbau stattfinden. Ich habe mal geguckt, wie viel Kartoffeln ich brauche, wie viel ich verbrauche. Und so von der Menge her bin ich schon super zufrieden. Und ich denke mal, mit Unterstützung wird das auf kleinerem Raum mehr. Und ich habe ja den Flo, der fleißig mithilft. Und Hoffnung, dass er am Ball bleibt. Ich muss mal sagen, Flo da draußen, ich weiß, du guckst die Folgen immer. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin echt super happy, weil es zwischenzeitlich doch schon so war, dass ich mich fragen musste, ob das dieses Jahr was wird. Das hat ja verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Auf jeden Fall bin ich ja jetzt hier. Die Dinge entwickeln sich. Ich bin gerade auch echt richtig gut drauf. Und es bereitet mir eine Riesenfreude, mit euch diesen Gartenrundgang zu machen. So, zurück zu der Geschichte hier. Wieder Stöcke besorgt, ab in den Boden, richtig schön tief rein. Ja, die sollen ja nicht hier, da ist schon, das liegt jetzt am lockeren Boden, dass die ja natürlich ein bisschen Spiel haben. Was ist hier hingekommen? Ihr könnt das im Groben sehr gut erkennen. Dennoch hier nochmal von Namen auf dem Kompost. Ich habe hier ohne Ende Brombeerschnitt drauf. Ihr könnt Laufe erkennen und unter dem Ganzen haben wir noch frischen Brombeerschnitt. Ja, und hier auch überall zwischen. Ja, und hier landet natürlich auch alles, was so an Gartenabfällen dann dieses Jahr abfällt.
Dann spreche ich ja immer von Biomasse, die ich in meine Beete einbringe, einfach so in dem Kreislauf, wie die Gartenabfälle letztendlich im Garten auch anfallen. Und ja, dann so ein Gestrüpp, was ihr seht, und dann so Sonnenblumenreste, die werden dann nochmal klein gehackt und alle hier rein. Ne? Also ne, das sind die verschiedensten Sachen. Wie gesagt, Sonnenblumen, dann irgendwelche Reste, alles, was so ein bisschen gröber ist, aber ja, sich schnell verkompostiert. Die Geschichte macht den Boden dann richtig schön locker und ja, das habe ich in dem Beet da vorne gemacht letztes Jahr und ich war total zufrieden, auch das eine Zeit lang abgedeckt zu haben. Das macht was mit der ganzen Geschichte, weil abgedeckter Boden, ne, schützt die ganzen Lebewesen da drunter, die sich da doch schon mal ein bisschen versnacken können. Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen was für den Kompostiervorgang. So, und jetzt geht das hier nochmal lang. Hier vorne habe ich auch zuletzt gezeigt, ich hatte ja auch den Flo da, wir haben hier gemacht und an verschiedensten Stellen, aber in der Zeit, wo jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, hat das Ganze ein bisschen Schub gekriegt und auch hier vorne die entdeckten Pflanzen sind größer geworden und das möchte ich euch jetzt erstmal von nahem zeigen. Der Knoblauch sieht da schon mal richtig, richtig gut aus, wie ich finde. Ja, ist alles noch nicht gemulcht, das sind so Sachen, die kommen mit der Zeit. Und hier haben wir dann nochmal den Rosettenchicorée. Ja, also hier sind ein paar Pflänzchen viel zu nah aneinander. Das war halt anfangs so gedacht, das war letztes Jahr, ein bisschen was ausgesät und dann nachher vereinzeln. Die habe ich dann irgendwann ein bisschen gesucht und wiedergefunden. Ja, und darf mich jetzt tatsächlich Februar, März nochmal über etwas freuen. Und das Größte bei der Sache ist, wieder etwas gefunden, was man über den Winter anbauen kann. Also Rosettenchicorée habe ich auf jeden Fall noch Saatgut, das mache ich dieses Jahr wieder. Auf jeden Fall, wenn ich dazu komme. Sollte klappen. Ja, hier hinter mir ist ja noch mehr passiert. Jetzt direkt nichts Neues mehr rein, aber vom Wachstumsfortschritt. Hier könnt ihr auf jeden Fall ganz wunderbar Phacelia bei mir sehen. Ne? Das war hier so ausgebracht als Gründüngung. Da kommen auch überall kleine neue Pflänzchen. Und auch hier sieht das gut aus mit den Erdbeeren, Knoblauch. Erdbeeren waren da drüben ja auch ein bisschen zwischen. Und wenn ihr hier mal guckt, man, mich freut das, wie der Boden sich verändert. Und die rote Gartenmelde gibt mal richtig Gas. Die ist überall zwischen. Und hier muss ich mal meine fleißigen Zuschauer fragen, die quasi alle Folgen gesehen haben. Wisst ihr noch, was ich hier letztes Jahr drin hatte? Ich habe es vergessen, aber es macht sich hier richtig breit. Kein Geruch. Somit ist das Geschichtchen hier auf der Ecke auf jeden Fall fertig. Und wir können einmal zum nächsten Beet rüberhüpfen, beziehungsweise hinter mir können wir noch mal gucken, was... Oh, ich mag diese Geräusche. Ach, wie schön. Ja, ich will ein Beet einmal rüber und hier könnt ihr ganz wunderbar sehen. Ich glaube, so kurz geschnitten, das müsstet ihr noch kennen. Aber was man wunderbar sehen kann, der Rhabarber, der kommt jetzt richtig an verschiedensten Stellen. Da wird auf jeden Fall richtig was bei rumkommen. Ach, der Vogel ist so schön. Ich feiere das. So, und hier hatte ich ein bisschen zurückgeschnitten. Hier hatten wir ja Fenchel. Und wenn ich unten so ein bisschen gucke, da kommen neue Stellen. Ja, ich war spät dran. Da ist auch ein bisschen was zu sehen. Aber auch hier das Problem mit den Brennnesseln. Hier habe ich mir ganz am Anfang mal auf der Ecke Brennnessel eingefangen. Und ja, wie ihr sehen könnt, überall so ein bisschen dicht gemacht. Das könnte auf Dauer ein Problem werden, aber vielleicht finde ich das auch ganz gut. Und hier am Rand haben wir dann noch einmal Beinwell. Auch nochmal von nahem. Und da haben wir den Knoblauchschnittlauch. So, das war es hier aus der Ecke, sonst nichts Besonderes mehr. Die Erdbeerpflanzen, das habt ihr alles gesehen. Und dann tingeln wir mal hier rüber. Übrigens, das Geschichtchen hier, das hat sich so gelohnt. Das macht so Laune, dieses Beet. Und ich habe viel mehr Quäke befürchtet. Oder Quecke, wie ihr das nennen wollt. Aber ja, das Problem hat sich nicht bestätigt. Stattdessen entwickelt sich da richtig schöner Boden. Das gefällt mir richtig gut. So, von dieser Seite aber möchte ich euch noch was anderes zeigen. Da komme ich jetzt nämlich ein bisschen näher ran. Ja, hier habe ich auch noch Zwiebeln oder Knoblauch irgendwann letztes Jahr wahrscheinlich reingesteckt. Hat sie letztes Jahr nicht interessiert. Dieses Jahr kommen sie, auf jeden Fall jetzt. Ich rechne mal mit Knoblauch. Ja, und da ist auch noch einer, sehe ich. Oh, der ist ein bisschen umhüllt. Da war wer knabbern. Na, hier.
Da haben wir das Pflänzchen und da unten ist ein Loch. So, das reicht dann auch von hier. Gibt es auch nochmal Knoblauch, Schnittlauch, Blutampfer, jetzt nicht so wichtig. Hier ist ein bisschen was passiert. Jetzt nicht direkt an dieser Stelle. Einzige Pflanze, die es hier vorne noch gibt, wo sich aber bisher noch nichts tut. Nö, also noch nichts Zeigenswertes. Ja, aber da ist was passiert. Denn hier ist jede Menge abgekommen. Ich habe nochmal eine richtig tolle Anleitung gesehen zu Obstbaumschnitt. Und ich habe auch über diesen Baum gelernt. Ich habe ja letztes Jahr so viel abgeschnitten, aber ja, jetzt letzten Endes kamen so viele Wassertriebe. Ich sehe das, hier ist alles voll, dass ich nochmal ordentlich schneiden musste. Aber ich habe gelernt, ich muss aufpassen, wie ich auftrete. Linkes Bein ist ja nicht okay derzeit. Ja, bei der Geschichte hat sich natürlich voll ausgedünnt. Gar keine Frage, aber ich möchte Erfahrung sammeln und dieses Ausdünnen vom letzten Jahr hat mir dann die Erfahrung und das Wissen gebracht und das, was ich jetzt an euch weitergeben kann. Je mehr ihr einen Baum beschneidet und kürzt, umso mehr treibt er dann aus. Und das habe ich letztes Jahr ziemlich doll gemacht und dieses Jahr auch, aber diesmal sind es nur die Wassertriebe. Und ja, mal gucken, wie man das Ganze so weiter erziehen kann. Ich möchte den Baum ja gar nicht erziehen, aber ich habe jetzt schon gelernt, dass man doch ein paar Sachen machen sollte. Ja, aber ich will euch noch mal eine Sache vom Nahen zeigen für eure Obstbaumschnittgeschichte. Eine Sache, die ich gelernt habe beim Abschneiden, worauf man da zu achten hat, das zeige ich euch jetzt erstmal vom Nahen. Und dafür nehme ich euch mal direkt mit auf den Baum. Hier oben, hier könnt ihr das ganz wunderbar erkennen. Da ist so ein Auge, da gab es mal einen Ast und der wurde an der richtigen Stelle abgeschnitten, wo das so drumherum so ein bisschen aufgerubbelt ist. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll. Und ich habe quasi jetzt auch so geschnitten, dass am Ende dessen abgeschnitten wird und an der Stelle soll es dann richtig gut verheilen können. Das ist so schön. Ach, der Vogelgesang. Ich glaube, der Flo, der müsste auch bald kommen. Also ich werde nochmal weiter tingeln, denn es gibt noch mehr zu zeigen. Und zwar in der hinteren Ecke wächst was ganz, ganz Tolles. Und da freue ich mich dieses Jahr auf die Verarbeitung, denn das war so ein Ziel für dieses Jahr. Ich habe immer so kleine Schritte, die ich gehen möchte, was die Selbstversorgung angeht, also sprich ein Stück weit unabhängiger zu werden. Und die Geschichte habe ich letztes Jahr so ein bisschen verpasst. Und es gibt auch andere Sachen, bei denen das auch so ist. Und da möchte ich dieses Jahr einfach mal einen Schritt weiter gehen. Ich habe letztes Jahr tatsächlich schon die ersten Sachen eingemacht, die aber ziemlich schnell weg waren. Oder Soßen selber gemacht etc. pp. Und ja, ich rede zu viel, ne? Wollen wir nochmal rüber? So, auf geht's. Ein bisschen die Klamotten richten. So, weiter. So. Oh, ich sehe noch was. Ja, ihr wartet noch. Hier vorne hat sich nichts getan, kann ich mir schon mal vorwegnehmen. Aber das Geschichtchen ist auf jeden Fall noch zeigenswert. Aber das kommt halt im Anschluss. Hier hatte ich ja schon Sachen ausgesät und dann können wir mal gucken, wie weit das Ganze ist. So, nun aber erstmal hinter euch. Hier hinten in der Ecke habe ich, ja, eigentlich sollte er sich selbst aussamen, aber dazu habe ich noch nichts gesehen, sei denn das wird irgendwie was. Hier habe ich jetzt glücklicherweise einen Bereich, wo ich ziemlich viel, also für mich ist das schon viel, viel Bärlauch habe. Und ich finde, der hat überall schon eine richtig, richtig schöne Farbe. Oh, da freue ich mich drauf. Da wäre mir irgendwas Leckeres zu essen. Also das ist eine Geschichte, die erfreut mich auf jeden Fall dieses Jahr, mit dir da draußen sich zu unterhalten, Flo, über Sachen, die wir hier so dann im Essen verwerten können. Das gibt mir nochmal irgendwie Kraft, das einfach nur Positives vermehrt sich einfach. Das ist richtig schön. Hier dann auch nochmal vom Namen. Das macht einen echt guten Eindruck. Hier so unterm Laub so ein bisschen. Ja, und dann die zwei Pflänzchen hier im Bild. Ja, sieht doch toll aus. Und von meiner Stelle nochmal zeigenswert da oben. Habe ich ja noch einen Mistkasten, da sind wieder die Meisen drin, zum vierten Mal. Das ist echt der Hammer. Eigentlich soll man das irgendwie auslernen, aber wahrscheinlich ist das so gut durchlüftet. Kann man irgendwann mal reingucken. Da fällt mir ein, ich habe dieses Jahr so richtig die Glückskarte gezogen. Also
Rasenmäher kaputt, Akkuschrauber kaputt. Böse. Ja. Aber beim Rasenmäher habe ich mir vorgenommen, den zerlege ich. Etwas, was ich noch nie gemacht habe. Vielleicht auch zwei linke Hände habe. Manchmal habe ich zwei. Obwohl das ja, kann man das so sagen? Ach. Bei den ganzen heutigen Diskussionen weiß man ja schon gar nicht mehr, was man sagen darf und was nicht. Egal, zurück zum Rasenmäher. Den werde ich auf jeden Fall reparieren. Oder ich versuche es, drückt mir die Daumen, dass das klappt. Das Ding war nicht so ganz günstig, hat ein bisschen zu viel Wasser abgekriegt und ich befürchte, dass unten die Lager festgerostet sind. Was mich eigentlich total wundert, denn heutzutage verbaut man noch Lager, das eigentlich passiert sowas. Also das hat mich echt gewundert, da ist irgendwo Blödsinn verbaut, irgendwas Günstiges im Innenraum. Aber ich will jetzt nicht über irgendeine Firma herziehen oder irgendein Produkt, ich stelle mir halt nur so meine Fragen. Mit euch möchte ich jetzt noch zu dem Hochbeet gehen. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und dann fällt mir gerade noch ein, es gibt noch was hinter dem Pavillon zu zeigen, auf jeden Fall. Und ja, dann kann ich ja noch mal rumschauen, was es so gibt. So, ab zum Hochbeet, ab zum Hochbeet. So, und das hier, ne? So. Muss man mal aufpassen, ich möchte mich ja nicht schneiden. Eine schöne Achtsamkeitsübung. Na, schau einer, guck, wenn sich das mal nicht mal, wow, ich bin mal, wow, richtig toll. Ich glaube, das sagt alles. Och, ist das schön. Ich weiß ja, bei euch da draußen, unter euch da draußen gibt es ganz, ganz viele Gartenanfänger. Und ich wünsche euch so viel Freude für dieses Jahr, für euren ersten Anbau oder vielleicht auch schon eine Fortsetzung von ersten Erfahrungen. Aber ich habe auch zuletzt viel mitgekriegt, dass es viele Menschen gibt, die wirklich ganz frisch auch anfangen. Also ganz unabhängig von meinen Zuschauern. Also ich finde das absolut zeigenswert. Also auf jeden Fall ein Fortschritt. Ne? Überlegt mal, wie das letztens noch aussah und wie schnell das letztendlich gekeimt hat. Trotz Minusgraden kam das hier alles durch. Hier haben wir links Spinat, hinten noch ein Löwenzahn in der Ecke. Und hier ganz gut zu erkennen haben wir Radieschen. Oh, da wird schon ein bisschen angeknabbert. Guckt euch das an. Da das Blatt in der Mitte. Aber nicht so wichtig. Was ich hier noch entdecke, ist Salat. Da hinten haben wir auch einen. Hier haben wir noch den Portulak, den Postelein. Lasse ich auch jetzt so nebenbei drin. Das tut nicht weh. Dann haben wir noch eine Reihe Spinat, nochmal Radieschen. Und hier weiß ich auf jeden Fall, da hatte ich Möhrchen drin, diese etwas größeren. Da kommen auch schon Pflänzchen, das könnte es tatsächlich schon sein, da unten. Und hier am Rand habe ich ja einfach Salat ausgesät. Das sollte einfach an irgendeiner Stelle keimen und dann kommen die nachher in den Garten, wenn die etwas größer werden. Das sind auf jeden Fall die drei Sorten, die ich euch empfehlen kann. Spinat, Radieschen und die Möhren. Das ist so gerade für euch Einsteiger da draußen ein guter Anfang, sofern ihr das natürlich mögt. Ne? Knoblauch ist easy, Erdbeeren sind... Ne, dazu habe ich keine positiven Erfahrungswerte, weil ich glaube, das ist eher das Futter für die Wühlmäuse. Aber ich teile ja super, super gerne. Ne? Hier so in dem Bereich, da war das schon so, dass sie mir viel weggeknabbert haben. Diesmal habe ich Knoblauch mit zwischen. Aber meine Erfahrung mit Knoblauch war tatsächlich, das ist die Migrol, ne? Ich denke mal, die kommen dann von unten. Die kommen nicht von der Seite, die kommen dann einfach von unten. Ist dann auch so ein Weg. So, sollen wir mal gucken, wo vielleicht was zu finden ist? Ach, das mit der Weide ist so schön. Wow, was für eine Größe. Und auch da. Ach, das ist auch ein schöner Anblick. Herrlich. So schön. Oh. Und da ganz oben fliegt ein Adler. Wow, welchen Glück. Und noch einer. Ach, kann auch was anderes sein. Ich glaube, ich vertue mich. Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich Adler gesehen. Zwei Adler, richtig nah dran. Das war so schön. So, ich habe gerade gemerkt, ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Da ist ein Pflänzchen, muss ich aber noch nicht zeigen, das kennt ihr alles sowas. Aber ich habe gesagt, ich möchte nochmal hinter das Pavillon.
Und ja, da möchte ich euch noch mal mit hinnehmen. Und danach geht es dahin. Da habe ich auch noch was zu erzählen. Ja, hier möchte ich ganz gerne auch wieder Tomaten haben. Mal gucken, ob das was wird. Und ja, hier hinten in der Ecke hat sich ein bisschen was getan. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Ich denke mal, so ist ein bisschen besser. Hier vorne habe ich nämlich Krokusse gefunden. Wenn das mal nicht schön ist. Ich möchte ganz gerne Krokusse bei mir haben. Und da sehe ich ein Pflänzchen da und das ist irgendwie alles was Verschiedenes. Drei neue Pflänzchen. Da einmal am Zaun entdeckt. Und dann auf der Seite Richtung Tomaten. Da wächst hier was. Und auch hier noch irgendwie zwischen. Ah, da können wir sehen, wie das dann nachher aussieht. Da. Ja, das sind so vereinzelte Pflänzchen. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Oh, da fällt mir noch eine ein. Da gibt es doch noch eine Pflanze mehr. Hier hinten war nämlich alles voll Brombeeren. Als sie dann weg waren, kamen so ein paar Sachen zum Vorschein. Ich suche mal. Oh, sieht auch nicht mehr ganz so fresh aus, aber ich muss noch mal ein bisschen hier rumhüpfen. Da haben wir noch die Schneeglocken. Den Mai haben wir noch nicht, deswegen glaube ich nicht, dass es Maiglöckchen sind. Viele verwechseln das, ja. Ich muss immer nachfragen, immer neu gucken. So, hier vorne, ich habe gesagt, hier geht es noch weiter bei der Geschichte. Ja, und hier, na, wer erinnert sich noch? Wer hat die ersten Folgen gesehen? Hier vorne hatte ich ja bis zuletzt auch noch ein Tomatendach, hat aber das erste Jahr nicht gehalten. Das Material war nicht das Beste, was ich da zum als Folie benutzt hatte für das Tomatendach. Aber ja, die Geschichte möchte ich dieses Jahr ganz gerne aufleben lassen. Ich habe tatsächlich noch Gewächshausfolie, die ich irgendwo aus dem Sperrmüll dann halt irgendwie mal gesammelt habe oder geschenkt bekommen habe. Es ist schon noch eine wunderbare Sache. Da können wir hier ein Dach drüber basteln und dann ich möchte hier wieder Tomaten haben. Und wenn ich hier so die Erde betrachte, da geht auf jeden Fall noch einiges rein. Trotzdem hat das im ersten Jahr wunderbar funktioniert. Hier wird dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Leben reinkommen. Leider habe ich das Ding, was ich anfänglich mal gebaut habe, hier hinten kaputt gemacht. Beim Raushebeln der Erde, das ist so ärgerlich, dass man das nicht sein lassen kann, über diesen Punkt drüber zu gehen und macht dann irgendwas kaputt. Kennt ihr das da draußen? Der eine oder andere dann doch mal der, das geht schon noch irgendwie. Oder dann ist man unachtsam und dann übertreibt man das und das Ding war kaputt. Ich habe hier so reingehebelt und dabei hat es das so hochgerissen. Deswegen ist das hier hinten kaputt. Ja, hier möchte ich ganz gerne Tomaten reinhaben. Das war eine schöne Sache. Wisst ihr was? Ich bin gerade so ein Nostalgie-Feeling. Wie wäre es denn, wenn ich euch mal oben rechts die Folge einblende mit einem Gartenrundgang, wo die Tomaten drin sind? Das würde mich nämlich dazu bringen, da auch nochmal wieder reinzugucken. Die Sorte, die hier drin war, das war die Blue Pets. Eine Sorte, die ich sehr gerne mache. So mega guter Geschmack, war super genial beim Nachreifen. Die möchte ich auf jeden Fall wieder haben. Dieses Jahr habe ich sie nicht dabei. Das kommt dann halt irgendwann. Und irgendwas lässt sich hier bestimmt noch zwischenpflanzen an Kräutern oder so. Ja, mit der Geschichte hinten sind wir durch. Das war ja auch schon soweit ein sehr gefüllter Gartenrundgang. Euch da draußen möchte ich noch was sagen. Und zwar für alle, die glauben, dass sie spät dran sind. Ich komme noch mal rum, erzähle auch ein bisschen weiter dabei. Für alle, die glauben, dass sie spät dran sind, was die Aussaat angeht, da kann ich auf jeden Fall die Leute mit einem Gewächshaus oder mit einer warmen Fensterbank beruhigen, denn ihr könnt noch wunderbar diese Woche aussehen. Ich habe ja das Glück, drüben beim Herbert wieder sein zu dürfen. Ich habe ja schon die Aussaat getätigt. Das zeige ich auf jeden Fall in einem anderen Video. Das war ein anderes. Tomaten etc. pp. Letzte Woche schon. Ja. Und da hat der Herbert mir gesagt, warum denn so früh? Der fängt teilweise auch noch später an. Also sprich, diese Woche könnt ihr noch wunderbar aussehen. Mit der richtigen Erde. Er macht das mit nährstoffreicher Erde. Ich habe mir dieses Jahr nämlich gesagt, ich mache das nach dem Prinzip, dass er dann immer macht. Ich möchte mal komplett auf ihn hören, anstatt meinen eigenen Dickkopf durchzusetzen und nach Gefühl zu gehen. Nein, es geht mir einfach darum, dass ich auch die Seite kennenlernen möchte. Ne? Das ist eine Methode, das macht er schon ziemlich lange so. Die führt bei ihm zum Erfolg. Und ich möchte die testen, ob die gleiche Methode auch für meine Anbaumethode hier geeignet ist, sprich Freiland. Was kann ich da noch aus Erfahrung rausziehen, etc. pp. Das kommt aber ein anderes Mal dann. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank für alle, die bis hierhin gekommen sind. Für alle, die noch kein Abo dagelassen haben.
Lass doch bitte ein Abo da, das ist eine gute Sache. Bei mir gibt es auch keine Werbung. Damit werde ich euch nicht nerven, solange nicht YouTube irgendwie was Eigenes vorhat. Ich habe da schon was mitgekriegt für dieses Jahr. Vielleicht findet es auch schon statt. Ich habe keine Werbung eingestellt. Ich verdiene da kein Geld mit. Ihr könnt euch zurücklehnen, die Folgen genießen, ohne dass euch Werbung stört. Das ist ja nun schon seit Herbst letzten Jahr so, aus verschiedensten Gründen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin begeistert und raus. Tschüss, euer Lars.